Ich dachte, ich fang schon mal an. Konntest du gut schlafen oder nehmen dich deine Träume immer noch gefangen? Ach. Verstehe. Es geht mir nicht anders. Breakfast, Gentlemen. Wir konnten heute sogar etwas Schinken auftreiben. Oh, Vegetarier. Wie haben Sie das gemacht in Dachau? Sie konnten bei den spärlichen Portionen unmöglich von Brot und Suppe allein leben. Ja, alle prophezeiten mir ein frühes Ende. Bis heute aber habe ich kein Fleisch und keine Wurst gegessen. Fast niemand begriff, dass ich mich nicht vom Leiden und Tod anderer Geschöpfe ernähren mochte. Wie sieht's aus? Ich bin nicht sicher. Selbst wenn ich eine deiner Tagebuchseiten trocken bekomme, kann ich kaum etwas erkennen. Das kann allerdings auch an meiner Handschrift liegen. Zeig mal her. Erzählen Sie, weshalb sind Sie hier? Ich weiß es nicht. Sind Ihre Papiere in Ordnung? Sie liegen vor Ihnen. Sie haben bei der zweiten Volksabstimmung, als Hitler wiedergewählt wurde, keine Stimme abgegeben. Der Stempel fehlt in Ihrem Pass. Ich war krank. Das kann jeder sagen. Überlegen Sie, was kann der Grund sein, dass Sie hier sind? Ich lebe abseits, begreife nichts von Politik und überlasse sie denen, die etwas davon verstehen. Heute hat jeder politisch zu fühlen und zu handeln. Können Sie sich sonst noch einen Grund Ihres Hierseins denken? Höchstens, dass ich nie mit Heil Hitler grüßte. Und Sie wundern sich noch, dass Sie hier sind? Sie wundern sich noch? Wir schicken Sie doch nur ein wenig zur Erholung aufs Land. Für kurze Zeit nur, für Monate oder Jahre. Vielleicht bleiben Sie auch für immer da, wenn es Ihnen gefällt. Gewöhnlich kommen die, die wir da hinschicken, nicht wieder. Wurden wir in Haft genommen, damit man uns vor der Wut des Volkes schütze? Oder waren wir verhaftet, damit der Staat vor uns geschützt sei? Wie ist man mit Ihnen verfahren? Sie meinen, wie ich vom Mensch zur Nummer wurde? Hier sind wir aus dem Wagen geklettert. Über allem hing etwas Unerbittliches, etwas Furchtbares, etwas Eiskaltes. Nie zuvor in meinem Leben habe ich eine Umgebung so bedingungslos gefährlich und feindlich empfunden. Es war, als sei die Luft voll erstarrter Verzweiflungsschreie. Tor auf! Sieht das nicht alles friedlich aus? Harmlos und einladend? Muss man nicht denken, es sei schön, hier zu leben? Hut abnehmen. Name? Wann sind Sie geboren? Vorwärts! Schneller! Ausziehen! Los! Schnell! Kleider und Wäsche, alles auf einen Haufen! Mach schnell, wenn du keinen Tritt haben willst. Also machte ich es wie die anderen, zog so schnell wie möglich meinen Mantel aus, breitete ihn auf den Boden und legte Jacke, Hose, Hemd, Unterwäsche, Strümpfe und Schuhe darauf. Jetzt kommen die Haare herunter, Dachauer Frisur, glatt geschoren. Danach wurde die Tür zum Bad geöffnet. Wir wurden abgeduscht. Auf einer Bank lag bündelweise unsere neue Kleidung. Ich hatte zwei verschiedene Schuhe erwischt. Einer passte, der andere war eine Folterkammer. Ich blickte staunend an mir herunter. Dann aber sah ich die anderen dastehen. Wie unglückliche Clowns standen sie da. Was machte man hier aus den Menschen? Waren wir tatsächlich durch den geschorenen Kopf und das gestreifte Gewand nicht mehr wir selbst? Waren wir dadurch schon in eine andere Kategorie getreten, in die der Häftlinge? Äußerlich wenigstens konnte man uns kaum wiedererkennen. Und innerlich? Schon fühlte ich mich nicht mehr als Zivilist. Ein anderer war ich geworden, aber wer? Das Leben draußen schien fern und seit langem vorbei. Alles, was du siehst, haben wir aufgebaut. 6 Jahre Arbeit und Schweiß und viel Blut. Meistens standen wir bis über die Knöchel im Wasser, denn das hier ist alles Moorgrund. Eintreten! Als meine Karteikarte mit Geburtsdatum, Adresse, Beruf und allem ausgestellt war, wie es sich gehört,
erhielt ich meine Nummer. 21547. Wir müssen jetzt ins Revier. Kaum saßen wir 5 Minuten da, als die Flügeltür sich öffnete. Leichen wanderten herein. Totengerippe in schlotternden Häftlingskleidern. Los, habt ihr eure Klamotten noch nicht herunter? Ah! Ah. Oh, mach kein Theater, steh auf! Rindvieh, halt den Arm über den Kübel! Marsch ins Verbandszimmer! Der Nächste! Schlimm das hier. Sind welche vom letzten Transport aus Flossenbürg. Die haben was durchgemacht. Schwere Arbeit im Steinbruch und schlechtes Essen. Dachau ist halt Dachau. Von denen hier wird auch noch die Hälfte oder mehr durch den Kamin gehen. Übrigens, ich soll euch sagen, ihr sollt euch ausziehen. Der Oberpfleger wird gleich kommen. Wir entkleideten uns und setzten uns dann nackt auf die Bank. Wie kalt es vom Fenster hereinkam. Aber dann schämte ich mich meines Fröstelns neben diesen Skeletten. Ich soll mich bei ihnen melden. Du sollst dich bei mir melden, aber ich heiße nicht sie, hier heißen wir alle du, wie du auch. Verzeihung. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Komm, jetzt zeige ich dir deinen Spind. Kein noch so kleiner Fleck darf an das Holz kommen, denn wenn der Blockführer es sieht, gibt es gleich eine Strafmeldung. Sonntags wird der Spind gründlich von oben bis unten geputzt und alles abgeschmirgelt. Das Geschirr muss auch ganz sauber sein. Für einen einzigen Tropfen Kaffee, der noch am Geschirr sichtbar ist, kannst du 1 Stunde Baum bekommen. 1 Stunde Baum? Was ist das? Es ist eine Lagerstrafe. Du wirst noch früh genug davon hören. Aber komm jetzt in den Schlafraum, damit ich dir dein Bett anweisen kann. Jedes Bett hat die gleiche Höhe. Wehe, wenn eines eine kleine Vertiefung zeigt. Das gibt sofort Strafmeldungen. So, das nähst du jetzt auf Jacke und Hose. Es dient zur Einteilung der Häftlinge in Gruppen. Sie waren Zehntausende Häftlinge in Dachau. Der SS zahlenmäßig überlegen. Wie hat man es geschafft, Menschen reihenweise zu brechen? Man hatte unser Ich willenlos gemacht und mit banalen Dingen abgetötet. Täglich machte man es uns bewusster, was für Idioten wir waren, die kein Bett zu bauen, keine Schüssel, keinen Spind richtig zu putzen verstanden. Das System war in seiner Menschenfeindlichkeit lückenlos. Um nur ein paar Beispiele zu nennen, das Appellstehen. 12.000 Häftlinge standen wie die Säulen, wie aus Erz gegossen, und der Regen strömte auf ihre bloßen, kahl geschorenen Häupter hernieder. Mit jeder Stunde Appellstehen bröckelt ein Stückchen von unserer Gesundheit ab. Das ist kein Mord. Oh nein. Nur ein langsames Auslöschen. 12.632 Häftlinge zum Appell angetreten. 14 Abgang durch Tod. Ohne Neuigkeit. Die Lagerstrafen. Jeden Tag kann es dir passieren, dass du über die Lagerstraße gehst und ein SS-Mann dich anhält und filzt. Wegen eines Zigarettenstummels bekommst du zuerst eine Meldung, dann darfst du eine bange Zeit verbringen, bis du Vernehmung hast. Bis man dir eines Tages vor dem Appell sagt, heute rückst du nicht aus. Heute kriegst du den Arsch voll. Oder heute hast du Baum. Der Baum zählt als kleine Lagerstrafe. Wenn du zum Beispiel einen Knopf deiner Jacke nicht zuhast. Wenn die Exekution vorbei ist, kommst du in den Bunker, ins Lagergefängnis. Ein Alltag im Ausnahmezustand. Alles, was gut und für das normale Leben förderlich war, ist jetzt nicht mehr maßgebend. Ist es da ein Wunder, wenn die sanftesten Menschen brutal werden und die dunklen Seiten unseres Wesens sich in dieser Hölle entfalten? Und so wird dann aus einem braven Bürger einer unserer Mitteufel. Ein Tag verlief wie der andere. Selbst das, was uns früher beachtlich oder ungeheuerlich erschien, hatte für uns jetzt etwas Alltägliches an sich. Menschen froren, Menschen fielen vor Entkräftung um, Menschen wurden geschlagen, getreten, angebrüllt, Menschen stierten aus trostlosen, apathischen Augen vor sich hin.
Wir hatten in diese faulen Haufen hineinzugreifen, die noch brauchbaren Stücke der Pfefferschoten herauszufischen, abzuschneiden und in eine andere Kiste zu werfen. Ich befand mich unter lauter Polen. Gut für Bauch, Regen schlecht, Hunger groß. Hast du nicht gehört, du Drecksau, dass du nicht fressen sollst? Dass es verboten ist? Das hast du jetzt davon. 25 oder Baum. Der Pole war sehr ernst geworden. Er sollte nun die Bastonade erhalten. 25 furchtbare Stockhiebe auf das nur mit der Unterhose bekleidete Gesäß. Er, ein erwachsener Mann, nur weil er einige Stücke dieser halb verfaulten Schoten gegessen hatte. Von Tag zu Tag wurden die Menschen verbissener. Je schlechter ihr Gesundheitszustand war, umso gereizter wurden sie. Je mehr der Hunger wuchs, umso habgieriger glänzten ihre Augen. Je bestialischer man sie behandelte, umso brutaler wurden sie selbst. Ich hatte gedacht, gemeinsames Leid schmiede die Menschen zusammen, aber es entzweite sie. Die Kiesgrube war ein etwa 3 Meter tiefes Loch von 15 bis 20 Metern Durchmesser. Früher hatte man dort Kies ausgegraben, jetzt diente sie eigentlich nur noch für Abfälle. Ein- oder zweimal am Tage kam der Moor-Express. Er war meist vollgeladen mit allen möglichen Abfällen aus dem SS-Lazarett und aus den SS-Baracken. Unten standen nun die Juden mit ihren Stampfern, meist weit über 100 Mann, eng aneinander gepresst, um sich etwas zu wärmen. Kaum waren die SS-Leute, die den Wagen begleitet hatten, fort, stürzten sich die Ausgehungerten wie die wilden Tiere auf die Abfälle. Durchwühlten sie mit den Händen, zogen alles aus dem Dreck, was sie Essbares oder vielmehr essbar Gewesenes finden konnten. Es gab Tage, an denen die Juden so apathisch waren, dass sie gar nicht mehr da zu sein schienen. Sie drückten sich ganz eng aneinander und erwarteten den Tod. Doch er verschmähte es, sie schnell zu holen. Er kam langsam. Furchtbar langsam. Los, 30 Mann her zum Särge tragen, aber Dalli! Warum so viele Särge? Die kommen hinüber in die Leichenkammer. Und was geschieht mit den Särgen? Die Toten werden hineingeschmissen und die Särge zugenagelt, damit keiner nachsehen kann, was drinnen ist. Denn manchmal liegen auch 2 in einem Sarg. Im Krematorium werden sie gleich in den Ofen geschoben. Ist auch besser so. Dachauer Leichen sind kein schöner Anblick. Schwer ist so eine Dachauer Leiche nicht. Die allermeisten sind nur Skelette. Wenn man die so liegen sieht, kann man kaum glauben, dass das einmal Menschen waren. Kameraden. Schön geordnet. Einer mit dem Kopf nach oben, einer mit dem Kopf nach unten. So liegen sie, neben und übereinander gestapelt. 2 Häftlinge spritzen die Toten ab. Die das tun, sind schon an das Grausige gewöhnt. Stell dir vor, mitten in einem geordneten Lande, einem geordneten Leben. Hier in Dachau, wo die Baracken und die Fußböden der Stuben glänzen müssen wie das Parkett eines Salons, wo jedes Karo der Betten genau liegen muss, wo du bestraft wirst, wenn dir ein Knopf fehlt. Hier, in dieser Ordnung, schmeißt man die Leichen hin, als ob es Abfall wäre. Warum quälen sie sich durch die frischen Wunden? Warum versuchen sie nicht, all das schnellstmöglich zu vergessen? Na, für sie. Dieses Buch ist den Toten gewidmet. Den Toten von Dachau. Thank you.
Thank you.